Ja, hallo und herzlich willkommen zu Teil 30 unseres gemeinsamen Let's Plays zu Bloodborne. Und hallo Kirby. Hallo, Jubiläum. Ja, Jubiläum 30. Und ein wunderschöner Knicks, den fand ich sehr hübsch. Ja, wir haben mal die Gesten ein bisschen durchsortiert. Genau. So, aber erstmal Lampe anmachen. Denn wir haben den Schatten von Jan im letzten Teil besiegt. Genau. Und das lief doch besser, als ich gedacht habe. Und deshalb kehren wir jetzt erstmal in den Traum des Jägers zurück. Ich will nämlich mir eine neue Waffe kaufen. Juhu. So, tschüssi. Da sind wir. Das ging aber flott diesmal. Puppe. Puppi. Ach, die steht bestimmt da hinten. Puppi. So, ich glaube, ich werde jetzt erstmal. Oh, warte. Meine ganzen Sachen nutzen. Kann man eigentlich Begrüßungen verkaufen? Nein, ich glaube nicht. Weil bei einem stand irgendwie jetzt das zweimal. Echt? Ja. Hm. War eine zwei dahinter, fand ich ulkig. Komisch. Egal, nicht wichtig. Genau, so, ich werde jetzt mal alles hier. Alles rauspumpen. Mehrfach verwenden. Was ja. Heißt denn mehrfach verwenden? Ja, wir haben drei. Also nutzen wir doch alle. Oh, guck mal, 9000. Das hat doch schon mal was gebracht. Aber wir werden jetzt eh bestimmt noch ein paar einsammeln. Wow. Das gibt. Das ist auch ordentlich. Katschung! 14.000. Wow. Wir belohnen uns jetzt wenigstens für die, die wir verloren haben. Genau. Ja, gut, dass ich die nicht alle direkt benutzt habe. So, einmal das hier noch. Ja, ich meine, die kleinen könnte ich jetzt eigentlich auch behalten, ne? Wenn wir irgendwann mal was brauchen. Ja, komm, die brauchen wir auch nicht mehr. So, jetzt gucken wir uns erstmal an, was für eine Waffe ich mir kaufen möchte. Jägeranführermedaillon. Schlüssel zum Tor des runden Platzes der Kathedrale. Aber das ist so, wir sind so weit fortgeschritten. Ich glaube, wir haben das schon geöffnet. Sehr gut. Ja, so. Trotzdem kann man es dann noch kaufen, das ist ja gemein. Hinterlistig. Schon, ne? Genau, die wow, wollte ich mir holen. Wow, Ludwigs heilige Klinge. Ja. Was heißt, was gibt es darüber zu berichten? Ja, wir brauchen noch sechs, also wir brauchen auf jeden Fall noch ein bisschen Stärke. Das werde ich aber noch machen. Aber das Gute an dieser Waffe ist, dass wir bald auf Gegnertypen treffen, die, glaube ich, 50% mehr Schaden erleiden. Weil das ist sowas wie eine, wie nennen die sich? Das eine übliche Trickwaffe. Genau, nee, und das Silberschwert wurde von Ludwig dem I. Schwertscheide zum Großschwert, genau. Kann man das nirgends sehen? Das nennt man nämlich irgendwie, nicht so heilige Waffen, aber so in dem Sinne. So. Trickwaffe so. War nicht der Nee, Begriff. Trickwaffen sind das alle. Aha. Weil man die eben switchen kann, ne? Mhm. So, der Kirkhammer, der ist einfach, obwohl, der geht auch, aber das, der skaliert ein bisschen mehr mit Stärke. Und da wir aber schon so viel in... Der Preisunterschied, der ist allerdings enorm. Ja, das stimmt. Das stimmt. Das können wir den Kirk aber ja auch mal holen, einfach. Ne, weil wir die Stärke ja jetzt... Ja, ich hol den mal. Ich hol den jetzt. Zack. Und ich hol den jetzt. So. Sehr gut. Muss ich mal gucken. Na, ich werde natürlich mit der Stärke jetzt Probleme haben. Ich werde die noch nicht nutzen können, aber schon aber mal für später. Aber wir können ja die Puppi mal finden und schon mal einmal in Stärke aufsteigen. Genau. Ach, da bist du ja. Willkommen daheim, guter Jäger. Was wünscht ihr? Ah, sagt ihr jetzt eigentlich was wegen den Schatten? Jäger haben mir von der Kirche erzählt. Nee, immer noch. Ah, ja. Ich ist immer noch verliebt. Okay. Liebe ich euch, habt ihr mich? Ja, das ist lieb. Wolltest du nicht aufsteigen? Doch, ich wollte noch mal ganz kurz in den Brunnen gucken. Ob es hier was Neues gibt. Nein. Blutsteinscherben braucht man doch zum Aufsteigen, ne? Der genau. War also Waffen, aufwerten der Waffen. Genau. Im Besitz haben wir haben auch schon jede Menge. Mhm. Und deshalb werden wir die Waffen auf jeden Fall auch gut aufwerten können dann. Zumindest zu Level 3. Alles andere daheim. Was wünscht? Brauchen wir. Müssen wir später dann machen. Nun gut, lasst mich nicht. Ja, super. Wir können einen einzigen Level. Ach, guck mal, aber wir brauchen nur noch drei und dann haben wir schon die Stärke, die wir prima brauchen. Das ist Stärke doch war doch auch das, was wir brauchen für den Revolver, ne? Für die Kanone. Die Kanone, ja. Genau. Ja gut, aber da brauchten wir, glaube ich, um einiges mehr noch. Lebt wohl. Möge das stimmt. Macht aber nichts, wir fangen ja jetzt an mit der Stärke. Genau, so, müssen wir noch reparieren? Bestimmt, ne? Bestimmt. Machen wir. Kaching. Kaching. Brauchen wir nicht. So, Blutedelsteinverstärkung.
Müssen wir jetzt auch nochmal ganz kurz durchgehen. Ich hoffe, das ist nicht allzu langweilig, aber ich werde hier einfach... Aha, guck mal, da haben wir doch schon einen, der besser ist. Jawohl. So, setzen wir den mal ein. Kurz durchschalten. Nee, da verbessert sich nichts. Nee. Ein weiter haben wir auch noch was. So, genau. Hier verbessert sich auch nichts. Außer hier Spezialangriff, aber das sind diese Vergiftungssteine, glaube ich. Oh, was ist das denn? Schmutziger. Schneller Gift. Oh, der ist aber wirklich giftig. Aber dafür geht es da oben ziemlich runter dann. Ja, das muss man nicht. Das wäre schmerzhaft. Vielleicht wäre das eine Alternative in die andere. Oh, Der ist ja mal schön. Oh, der kommt schon mal rein. Ja. Ah, ist das schön. Unsere Waffe macht ordentlich Schaden. So, dann gucken wir hier noch. Wie gewonnen, so zerronnen, würde ich sagen. Ne? Aber wenn irgendwas steigt, dann sinkt auch. Aber das sind halt die Stichsachen, die brauchen wir gar nicht. Deshalb nehmen wir lieber... Erhöhten physischen Angriff. Ja, genau. 58 ist aber das Höchste. Ja, der 58er, der hat... Und da geht es auch am wenigsten bei Stich runter. Oder verändert sich ja, da sonst noch was? Nehmen wir einfach mal. Der war auch einer, der war komplett besser. Stich ist halt schwachsinnig für einen Revolver, leider. Ach, wir sind beim Revolver. Ich dachte, wir wären bei dem Klappmesser. Ah ja, stimmt. Aber das ist Stich auch nicht gut, weil der sticht nicht. Ja, stimmt, das sticht nicht. Aber trotzdem ist Aber wenn das sich beides verbessert, ist ja auch nicht schlimm. Nee, eben genau. So, ich wollte nur gucken. Oder glaubst du, willst du das behalten und nicht einsetzen für die andere neue Waffe? Das werde ich dann noch machen, wenn die irgendwann funktioniert. Ach, schau mal. Auch besser. Ja, der ist gut. Katschin. So. Jägerpistole. Nee. Okay. Ich schaue mal ganz kurz, ob wir die Waffe verstärken können. Ah gut, okay, das geht hier nur mit... Aber das können wir schon mal machen. Was wir haben, das haben wir, ne? Die anderen Richtig. Brauchen das sowieso jetzt nicht mehr. Die brauchen jetzt was anderes irgendwie, oder? Ja, genau, die brauchen Brocken. Ach, guck mal, Ludwigs Klinge können wir sogar auf... Super. Auf plus 6 machen. Guck mal, 170 teilt die an Schaden aus. Schön. Na ja, gut, Ding. Leider können wir die jetzt noch nicht benutzen. So, dann können wir, machen wir auch mal. Upa. Das schaltet auch da oben. Hat das bei einem, meine ich, jetzt schon die zweite Stufe freigeschaltet bei den Runen. Zumindest tut sich da immer irgendwas, weil du da was veränderst. Ach so, ja genau. Hier ist schon mal eine mehr. Jetzt, ja, genau, sind, das meine ich. Eine freigeschaltet, genau. Ja. Genau. Schön. So, willst du nochmal in deine Kiste gucken, ob du noch was auffüllen kannst? Auf jeden kannst? Fall noch. Was sind das eigentlich für Runen? Das sind deine generellen? Genau, das sind die wie Ringe quasi. Ja. Da haben wir auch neue. Fiolen brauchen wir. Physische Schadenreduktion lasse ich, glaube ich, auch mal. Ja, ich glaube, so gehe ich. Ja. So muss das laufen. Guck mal, da, diese kleine Balken da oben, den haben wir jetzt extra noch bekommen durch die Rune. Das ist ja eigentlich super. Ganz ordentlich. Ja, das ist schon ein Stück. Finde ich halt auch. So, haben wir denn irgendwas? Silberkugeln waren auch leer. Knochenmark Asche nehmen wir. Oh ne, die hatten sich anscheinend schon wieder aufgefüllt. Und hier müssen wir zwei. So, dann. Das ist ja super gelaufen. Wohin geht es denn jetzt? Jetzt geht es erstmal da, wo wir eben aufgehört haben. Wo war das denn? War das hier das verbotene Grab? Ich glaube ja, ne? Das ist zumindest neu. Ja, ich glaube, da kommen wir jetzt her. So, wir werden nämlich jetzt nach Bergenworth uns auf den Weg machen. Wir könnten natürlich auch jetzt zu der Kreuzung von Hemwick gehen und uns da mit einer Kutsche nach dem Schloss Kanehurst bringen, weil wir haben ja diese Kanehurst-Vorladung bekommen. Weißt du das noch? Ja. Die haben wir in Josefkas Klinik gefunden. Ja, genau. Und damit können wir abgeholt werden. Da müssen wir auch nochmal hin. Ja. Da haben wir ja jemand hingeschickt. Ich würde mal gerne wissen, ob aus dem auch ein Bubblehead geworden ist. Bubbleheads ist ein gutes Stichwort. Wo kommen die jetzt hier? Wie soll ich das sagen? Hast du Vergiftungsresistenz? Nee, aber habe ich das ausgerüstet?
Das Gegengift, ja, ne? Und Beruhigungsmittel habe ich auch, ja, super. Wir haben uns die nochmal gegeben, die Oma im Rollstuhl, ne? Genau, die werden wir nämlich jetzt auch gebrauchen. Ach guck mal, letztens haben wir uns noch gefragt, wofür die gut sind. Ja. So klärt sich das. Oh, guck mal, da hinten ist schon was. Siehst du das? Da hinten neben dem Baum Barbern. Ja, ich sehe das, das sieht anders aus. Ein bisschen wie ein Bubblehead mit einem Kaktushut. Mal gucken, ob das so geht. Bubblehead mit einem Kaktushut. Es wird immer lustiger. Bubblehead mit einem Kaktushut. Aber es sieht auch so aus. Ja. Ih, das sieht aus wie eine vermoderte Motte. Außer, dass er die Flügel am Kopf hat. Was ich ein bisschen komisch finde. Stell mal vor, der fliegt. Das sieht doch total albern aus mit den Flügeln nur am Kopf. Dann hängt der immer der Hintern runter. Ja, ich glaube, deshalb sind die auch eher zu Fuß hier unterwegs. Ja. Aber ich glaube, die haben einen fiesen Angriff, in dem die ziemlich hoch springen. Ich habe ja auch immer ein bisschen Angst vor Insekten, die springen können, muss ich sagen. Springen finde ich immer... Nicht so toll, ne? Das ist ein gruseliger Angriff. Mhm, finde ich auch. Oh, guck mal, was ist das denn hier? Wissen des Verrückten. It's crazy, you know? Totally. Was heißt denn die Lampe? Muss oder klopfen? Nee, das ist wohnt nur... einer im Baum. Die leuchtet uns nur den Weg. Ah, guck mal, da ist so ein... Ist das eine Leuchtfeuerlampe? Das ist eine Leuchtfeuerlampe. Das gibt's ja nicht. Wir sind in der Uni. Wir sind in Bergenburg. Ja, das sind übrigens die Gegner hier, die extrem viel mehr Schaden nehmen mit der Klinge. Das ist aber schade, dass wir die noch gar nicht benutzen können. Ja, total. Ich habe das ein bisschen verpeilt gelevelt, muss ich ehrlich gestehen. Naja, hätten wir die 50.000 noch gehabt. Aber egal. Da Ach, sind guck sie. Mal, da sind sie sogar. Ich weiß es nicht, ob ich den... Okay, komm. Komm. Hallo. Denk dran, wenn es eng wird, kannst du auch noch schießen. Ah, stimmt. Das mache ich jetzt auch. Oh. Hast du die Fackeln? Kommt hier nicht hoch. Hoffe ich. Und dann, zack. Hui. Der hat den Partner. Bleib unten. Ja, die Geh Flügel weg. Sind wirklich gar nicht gut. Nee. Reine Dekorationszwecke. So. Da hinten kommt der eine zurück. Noch einer. Hoffentlich sieht er mich auch hier oben. Das wäre cool. So mit der Fackel wedeln. Aha, schon. Ja, die haben auch viele Augen. Ich dachte erst, es wären Eiterblasen, aber scheinbar sind es Augen. Ja. Boah, der hat reingehauen. Bam! In your head. Zombie, das habe ich auch lange nicht mehr gehört. So, ich glaube, hier ist nichts mehr, ne? Nope. Ja, die drei Stück, die werden also wirklich, wenn man da wirklich mehr als einen, glaube ich, es wird extrem schwierig zu handeln. Aber wann ist es mal leicht in dem Spiel? Ja, das ne? ist richtig. Das hast du vollkommen richtig erkannt. So, hier ist auch nichts. Was ist denn da hinten? Und die haben sich auch Statuen gewidmet. Ja, ja, es ist vor allem gut gesagt. Die haben sich Statuen gewidmet. Mhm. Was hast du da für einen Sondergang gefunden? Und der ist leer. Der ist leer, leider. Hätte mich jetzt auch überrascht, aber ich dachte, vielleicht kann ich auch noch mal was bei dem Spiel entdecken. So. Ja. Huh, das Meer. Das Meer, ne? Der Mond. Das Meer, der Mond. Der Mond und das Meer. Nicht der Mann und das Meer, nein, der Mond und das Meer. Huh. Wer war das? Someone's bubbling. Wo ist es? Da, hinterm Baum. Oh nein, der sieht aber anders aus. Mantel ja, an. Das ist so ein, den kennen wir auch. Oh nein, Octopus. Octopus Man. Nein. Wir machen dir aber nicht mehr so große Probleme. Nee, das stimmt. Ich merke auch, wir haben ja heute relativ... Oh, Arkansee. Wir haben ja heute recht früh und das merkt man dann auch direkt. Man fühlt sich fitter. Ja, diesmal wieder eine Mittagsaufnahme. Ja, ja, ja. So, gucken wir uns nochmal Arkane See kurz an.
Lalalala. Ich glaube aber, das ist was, was wir nicht brauchen. Eine Seerune erhöht Arkanschadensreduktion. Naja, vielleicht für irgendjemanden, der mal so magisch, zaubert. Oder was? Genau. Das sind übrigens so richtig fiese, fiese Gestalten, ne? Diese Statuen. Und die haben auch diese Augen verbunden. Ne? Ja, oder verwachsen. Man sieht es nicht so ganz. Ja. Ne? Das sieht halt aus, als wenn es so eine Wurzel übergeht. Metamorphosen. Hm. Ist das ein Fluss oder ein Meer oder die See? Was ist das? Sieht schön aus. Ein bisschen wie in Italien oder so. Ja. Vom Grauen jetzt mal abgesehen. Na, kommt doch. Bin mir eigentlich. Aha. Hau ab! Das war eine Falle! Schlimm ist, die sind super schnell. Du hast auch die Pistole. Und du hast noch Knochenmarkasche. Richtig. So, gucken wir mal. Aber im Moment sind sie nicht direkt gelaufen gekommen, was durchaus positiv ist. Aber die kommen auf jeden Fall zusammen. Schieß dem ins Auge. Ist dem egal. Wie kommt das? Hey, hallo? Der will da nicht weg. Da hinten ist noch was Riesiges hinter denen. Das ist aber riesengroß. Aha, jetzt aber. Oh Gott, ich habe da hinten was gesehen. Das war so super creepy. Und? Oh, nein! Wow, der war gut. Wieso? Der hat dich doch zweimal getroffen. Hey, ich glaube, einmal hat er mich nicht getroffen. Dann bin ich gut ausgewichen. Aber beim zweiten Mal habe ich mir das direkt wieder geholt mit dem Stoß, Schlag, Schwert, Hieb. What? So. Also wenn die Dinger die Uni bewachen, ne, dann sieht es aber mit der Bildung schlecht aus da. Ja. Kommt ja keiner. Was ist das? Ah. Das ist etwas. Wofür will ich noch einen Markasche brauchen? Heilung. Die ist aber. Halt, Tentakelus! Tentakelus! Oh Gott, das ist aber ein ernstzunehmender Gegner. Ja, das für wahr. Ey. Oh, falsch rum. Oh, du musst was nehmen, du musst was nehmen. Es duldet keinen Aufschub. Er ist nicht tot. Nein, du musst was nehmen. Boah, es ist weg. Ich sag, aber guck mal, es ist einfach so im Universum verschwunden. Ja, einfach so. Ist das das, was einmal aufgetaucht ist auch? Ganz am Anfang mal, als du so einen Speedrun gemacht hast, dann meinst du, wenn ich das jetzt hier hole, dann kommt was, dann müssen wir ganz schnell weglaufen. Das kam auch so aus dem Nix. Ja, ich glaube, das sind die aber nicht. Nee. Okay. So, wir haben nämlich gerade noch ein Wissen der Großartigen gefunden. Großartig. Na, wo ist es denn? Da, Großartigen Weisheit hier. Fragment verlorener Weisheit, erhalte so große Einsicht. Fragmente der verlorenen Weisheit der großartigen Wesen, die man als Götter bezeichnen könnte. In Bergenworth hatte Meister Willem eine Erleuchtung. Wir denken auf den niedersten Ebenen. Was wir brauchen, sind mehr Augen. Ah, das haben die ja. Mehr Augen als die geht ja nicht. Ja. Und, außer am Ende von The Evil Within. Das stimmt auch. Lalalala. Oh, da. Ui. Katschin. Die alle so ein Nachthemd an oder ist der special? Die special. Auf jeden Fall sind die echt. Da lag auch noch was hinten. Ja, habe ich nämlich schon gedacht, dass die Pflanze irgendwas verborgen hielt. Verruhigungsmittel. Das ist ja gar nicht so schlecht, obwohl wir bis jetzt es relativ gut gehabt haben. Okay, den können wir glaube ich mal aufmachen. Kleine Abkürzung. Ich liebe Abkürzungen. Oh, ein Gebäude. Ist das die Uni von Bergenworth? Ich glaube, das ist die Uni von Bergenworth. Erstmal gucken wir um, ob wir uns nicht hier noch, ob wir nicht irgendwas übersehen haben. Hier sind wir nämlich runtergekommen. Mhm.
sich nicht von dieser Seite. Okay, dann ist das ja auch eine Abkürzung, wenn wir in der Uni sind. Juppa. Ja, da sind die sehr genau, ne? Wann man wo anfängt, das kann man sich nicht selbst aussuchen. Nee. Schon was tun für dein Geld. Gehst du erst in den Garten? Ja, ich guck mal gerade ganz kurz. In den Garten eines Kraken. Ich glaube, hier sind wir lang gekommen vorhin, ne? Sind wir an dem Tor vorbeigekommen, ja. Das kommt mir nicht bekannt. Doch, guck, hier ist nämlich die Lampe. Ja. So, und dann sind genau, wir sind hier gerade ausgegangen. Ja. Hier sind wir nämlich gar nicht gucken gewesen. Nee, du bist da runtergesprungen, oder was? Ja, genau. Ach so. Genau, wir sind dann also hier lang und dann hier bin ich lang. Ah, ja. Genau, und hier ist die Abkürzung. Haha. Da hättest du ja auch nicht lang gekonnt. Nee, das stimmt. Der Mond ist ganz schön voll. Ja, zeitlich so, sind gehen wir jetzt noch mal ganz die gut Seitentür, dabei. Oder wie, ah, ja, was? Genau, da wollte ich hin. Wir sind zeitlich schon bei 21 Minuten, also muss man plus minus 5 Minuten mit Ladebildschirm, tralala, wir können noch ein bisschen, oder? Ja, wir können noch ein bisschen. Ja, das ist eine Truhe. Ein bisschen geht noch. Links ist eine Truhe und was ist das? Das ist eine Falle. Das ist gar nichts. Da ist so eine, vielleicht kann man das kaputt hauen. Da war nämlich ein... Ich bin mir gerade... So, gucken wir erstmal, was hier ist. Tada, Perlenschnecke. Was ist das für ein kranker Typ? Wow, okay. Tschüssi. War das seine Perlenschnecke? Ich wollte die Perlenschnecke noch gar nicht nehmen. Der ist sauer, du wolltest das wegnehmen. Gut, dass wir die Dings aufgemacht haben. Guck mal, das ist doch ein Mensch. Ja, das ist ein Jäger. Wieso ist denn das? Ich weiß nicht. So, meine Güte. Leute, ich würde sagen, im nächsten Teil werden wir uns Burgen Boss angucken und diesen kleinen Scheißer platt machen. Yeah. Wir sollen das jetzt nochmal probieren. Mir egal. Ja, komm. Einmal geht noch. Falsche Richtung. Ich bin heiß auf den. So, hier geht's lang. Ich werde jetzt mal geflissentlich die Mehräugigen mal beiseite lassen. Komm her. Auch du, mein... Kommt, glaube ich, hier die Treppe runtergelaufen, nämlich. Gejumpt, würde ich sagen. Hallo? Was ist denn, Freund der Nacht? Okay. Ja. Boah, Halleluja. So, Freund. Du kriegst mich nicht. So, den hier, Kresse. Hey, lass mich in Ruhe. Ja. Meinetwegen. Das ist ja echt fast schon Endgegnerstärke. Also der ist ja, halt nicht, ja, der hat nicht so einen langen Lebensbalken, aber der, was man dem abzieht, ist halt minimal. Oh, dein Leben. Kann nicht wahr sein. Das hat er nicht echt.
Ja, es tut mir leid, wir sind nicht weit gekommen in diesem Teil, aber ich würde sagen, im nächsten werden wir uns den einmal vornehmen und ja, ich hole noch eben meine Blutechos zurück. Eieiei, hat aber echt wehgetan. Krasser Typ. Total. Den Angriff hätte ich gern. Ne? Ja. So, wann habe ich denn platt gemacht? Ja, unter der Treppe eigentlich, okay. Vor der Treppe. Ah, gut. So, eingesackt. So, ich muss doch mal kurz die Wut ablassen. Heieiei. Bisschen Quecksilberkugeln für den Kampf gleich. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss.